Bachelorette-Stars Sebastian und Niklas, ihre Fotomontage. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Stars und Sternchen lassen ihre vergangenen Monate Revue passieren. Für Niklas Schröder und Sebastian Fubbe, 32, ging es 2017 steil bergauf. Nach ihrem TV-Debüt bei Die Bachelorette starteten die beiden Rosenbrüder und mittlerweile BFFs auch im Netz durch. Kein Wunder, dass sie ihre Fans zum Jahreswechsel mit einem ganz besonderen Abschluss zum Lachen bringen. Auf den ersten Blick wirkt das Instagram-Foto, das vor wenigen Stunden mit seinen Fans geteilt hat, nicht ungewöhnlich. Ausgelassen posieren er und Sepi mit einem Getränk in der Hand für die Kamera. Erst beim genaueren Hinsehen fällt auf, irgendwas geht hier definitiv nicht mit rechten Dingen zu. Korrekt, denn das Bild wurde stark bearbeitet. Die Gesichter der Jungs wurden auf den jeweils anderen Kopf retuschiert. So trägt der frühere Glatzkopf plötzlich volles Haar, während die Mähne seines Kumpels unter einer Mütze zu verschwinden scheint. Ich habe es immer gewusst, bei der Geburt getrennt, lautet Niks lustige Bildbeschreibung. Auf Profil sorgte das Pic für eine kurzfristige Programmänderung. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber als ich dieses Bild bekommen habe, musste ich es nehmen. Ich hoffe, ihr konntet alle viel lachen in diesem Jahr. Das haben Sebastian Fubbe mit ihrem originellen Jahresabschluss definitiv geschafft.